sind Sie dran. Und wir beginnen in Borkum oder wahrscheinlich sagt man auf Borkum. Katharina Rippert. Guten Tag, liebe Frau Rippert. Ja, guten Tag. Sie haben das Wort. Ja, ich habe dir eine Frage. Das heißt, müssen wir unseren Staat vielleicht umbauen und ihn stärken? Heißt das mit anderen Worten, dass wir eventuell einen militärischen Überwachungsstaat oder einen Polizeistaat bekommen? Demnächst? Das ist das, was ich vorhin meinte mit Ideologisierung der Debatte. Ich glaube, dass diese Angst den Deutschen noch sehr in den Knochen steckt und dass man deshalb zum Teil oft irrationale Hemmungen hat, an den Stellen, wo es gefordert ist, die notwendige Härte zu zeigen. Also ich glaube, dass wir eigentlich in der schönen Situation sind, die Debatte doch nicht sehr ideologisch zu führen. Also auch das, was wir im Moment erleben, finde ich, ist keine ideologische Debatte, sondern wirklich eine sehr sachliche Debatte, die sich im europäischen Kontext echt sehen lassen kann. Und wir sind dabei zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und das wird auch noch sehr viele Jahre so sein. Mhm. Frau Rippert, darf ich mal zurückfragen? Ich habe eingangs eine Umfrage aus dem Deutschlandtrend zitiert, dass es ein großes Vertrauen in die Polizei in Deutschland gibt, so groß wie nie. Sie persönlich, vertrauen Sie da eher? Oder ist das, was Sie fragen, die Angst vor einem Polizeistaat, das, was Sie treibt? Ich muss dazu sagen, ich vertraue eigentlich der Polizei sehr und was sie da in Köln gemacht haben, war richtig gewesen. Mhm. Also ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Ich finde es nur so falsch, dass es von den Grünen falsch kommentiert wurde. Ja. Okay, dann bedanke ich mich, Frau Rippert, für Ihren Anruf und den steht March im Breisgau. Ist das richtig so? Schönen guten Tag, das ist richtig. Und um die Frage gleich vorab zu beantworten, nein, ich habe kein Vertrauen in diese Polizei, kein Vertrauen in eine Staatsanwaltschaft, kein Vertrauen in die Leute, die diesen Vorfall in Berlin überhaupt nicht untersuchen, die einen Kleinkriminellen laufen lassen, offensichtlich direkt selber die Entscheidung treffen, und das ist Strafvereitlung im Amt, die Entscheidung treffen, diesen Drogenhändler und Sozialbetrüger und Menschen mit mehrfachen Pässen und Identitäten nicht festzusetzen und in Untersuchungshaft zu nehmen, von anderen Haftgründen mal ganz zu schweigen. Einfach nur die Untersuchungshaft wegen all dieser Verbrechen, die er schon begangen hatte. Aber untersuchen überhaupt, ob der Amri es gewesen ist, angesichts der einen Tag später gefundenen Dokumente, 4 Tage später gefundenen Handy und angesichts eines Amri, der überhaupt einen solchen komplizierten neuen Lastwagen niemals hätte in diese Kurve auf dem Breitscheidplatz hätte fahren können. Gehen Sie mal ins Internet und sehen nach, was dort mittlerweile an Recherche vorhanden ist. Diese Recherche wird bei Ihnen, die Sie dort in der Runde sitzen, überhaupt nicht vollzogen. Es wird überhaupt nur davon ausgegangen, dass das, was das BKA uns erzählt und was uns der Staatsschutz erzählt, dass das einfach so stimmt, dass der Amri der Täter gewesen sei. Dafür liegen keine Beweise vor. Amri war die ganze Zeit in Mailand und die Brieftasche und das Handy und die Patronenhülse mussten noch dringend von Mailand aus hier nach Berlin eingeflogen werden, damit die ganze Geschichte rund wird. Bedanke mich. Vorne und hinten nicht. Eine Geheimdienststory ist das. Ja, ist angekommen, aber Sie erlauben, dass jemand am Tisch erwidert. Ja, ich komme aus vielerlei Gründen, die ich gar nicht alle aufzählen möchte, zu einem anderen Ergebnis. Möchte aber vor allem sagen zu dem, was Sie zu Beginn gesagt haben, dass im Fall Amri Fehler gemacht worden sind. Das muss man heute wahrscheinlich konstatieren. Meine Vermutung ist, dass ganz viele, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, das heute ebenfalls so sehen und sich wünschen würden, an vielen Stellen andere Entscheidungen getroffen zu haben. Ich würde gleichzeitig zum Verständnis sagen, vor allem von denjenigen, die in die Köpfe solcher Leute zu schauen haben und die schwierige Entscheidung zu treffen haben, ist eigentlich jemand wirklich gefährlich oder nicht, dass das zu den schwierigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben gehört, die man bei Polizei und Nachrichtendiensten haben kann. Und wir haben ja am Tisch ja viel über die Frage gesprochen, macht es Amerika besser, macht es Frankreich besser? Dieses Problem, wie bestraft man Menschen, die noch keine Tat begangen haben? Wie bestraft man eine Gesinnung, einen Gedanken nur? Ist etwas, womit im Grunde alle Demokratien zu kämpfen haben. Und wir haben in Amerika Debatten erlebt über
so schreckliche Ereignisse wie Orlando, wo man sieht, der Täter war vorher bekannt. Und wir haben es in ganz anderem Umfang in Frankreich noch gesehen mit seinem hochzentralisierten System, dass es praktisch immer Täter sind, die lange und intensiv bekannt gewesen sind. Das gehört einfach für jede Demokratie zu den größten und schwierigsten Herausforderungen, mit einer solchen Gefahr umzugehen. Danke. Nicht sehr ideologisch zu führen. Also auch das, was wir im Moment erleben, finde ich, ist keine ideologische Debatte, sondern wirklich eine sehr sachliche Debatte, die sich im europäischen Kontext echt sehen lassen kann. Und wir sind dabei zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und das wird auch noch sehr viele Jahre so sein. Mhm. Frau Rippert, darf ich mal zurückfragen? Ich habe eingangs eine Umfrage aus dem Deutschlandtrend zitiert, dass es ein großes Vertrauen in die Polizei in Deutschland gibt, so groß wie nie. Sie persönlich, vertrauen Sie da eher? Oder ist das, was Sie fragen, die Angst vor einem Polizeistaat, das, was Sie treibt? Ich muss dazu sagen, ich vertraue eigentlich der Polizei sehr und was sie da in Köln gemacht haben, war richtig gewesen. Mhm. Ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Ich finde es nur so falsch, dass es von den Grünen falsch kommentiert wurde. Ja. Okay, dann bedanke ich mich, Frau Rippert, für Ihren Anruf. Und den steht March im Breisgau. Ist das richtig so? Schönen guten Tag, das ist richtig. Und um die Frage gleich vorab zu beantworten, nein, ich habe kein Vertrauen in diese Polizei, kein Vertrauen in eine Staatsanwaltschaft, kein Vertrauen in die Leute, die diesen Vorfall in Berlin überhaupt nicht untersuchen, die einen Kleinkriminellen laufen lassen, offensichtlich direkt selber die Entscheidung treffen, und das ist Strafvereitelung im Amt, die Entscheidung treffen, diesen Drogenhändler und Sozialbetrüger und Menschen mit mehrfachen Pässen und Identitäten nicht festzusetzen und in Untersuchungshaft zu nehmen, von anderen Haftgründen mal ganz zu schweigen. Einfach nur die Untersuchungshaft wegen all dieser Verbrechen, die er schon begangen hatte. Aber untersuchen überhaupt, ob der Amri es gewesen ist, angesichts der einen Tag später gefundenen Dokumente, 4 Tage später gefundenen Handy und angesichts eines Amri, der überhaupt einen solchen komplizierten neuen Lastwagen niemals hätte in diese Kurve auf dem Breitscheidplatz hätte fahren können. Gehen Sie mal ins Internet und sehen nach, was dort mittlerweile an Recherche vorhanden ist. Diese Recherche wird bei Ihnen, die Sie dort in der Runde sitzen, überhaupt nicht vollzogen. Es wird überhaupt nur davon ausgegangen, dass das, was das BKA uns erzählt und was uns der Staatsschutz erzählt, dass das einfach so stimmt, dass der Amri der Täter gewesen sei. Dafür liegen keine Beweise vor. Amri war die ganze Zeit in Mailand und die Brieftasche und das Handy und die Patronenhülse mussten noch dringend von Mailand aus hier nach Berlin eingeflogen werden, damit die ganze Geschichte rund wird. Bedanke mich. Vorne und hinten nicht. Eine Geheimdienststory ist das. Ja, ist angekommen, aber Sie erlauben, dass jemand am Tisch erwidert. Ja, ich komme aus vielerlei Gründen, die ich gar nicht alle aufzählen möchte, zu einem anderen Ergebnis. Möchte aber vor allem sagen zu dem, was Sie zu Beginn gesagt haben. Und das ist Strafvereitelung im Amt. Die Entscheidung treffen, diesen Drogenhändler und Sozialbetrüger und Menschen mit mehrfachen Pässen und Identitäten nicht festzusetzen und in Untersuchungshaft zu nehmen, von anderen Haftgründen mal ganz zu schweigen. Einfach nur die Untersuchungshaft wegen all dieser Verbrechen, die er schon begangen hatte. Aber untersuchen überhaupt, ob der Amri es gewesen ist, angesichts der einen Tag später gefundenen Dokumente, 4 Tage später gefundenen Handy und angesichts eines Amri, der überhaupt einen solchen komplizierten neuen Lastwagen niemals hätte in diese Kurve auf dem Breitscheidplatz hätte fahren können. Gehen Sie mal ins Internet und sehen nach, was dort mittlerweile an Recherche vorhanden ist. Diese Recherche wird bei Ihnen, die Sie dort in der Runde sitzen, überhaupt nicht vollzogen. Es wird überhaupt nur davon ausgegangen, dass das, was das BKA uns erzählt und was uns der Staatsschutz erzählt, dass das einfach so stimmt, dass der Amri der Täter gewesen sei. Dafür liegen keine Beweise vor. Amri war die ganze Zeit in Mailand und die Brieftasche und das Handy und die Patronenhülse mussten noch dringend von Mailand aus hier nach Berlin eingeflogen werden,
damit die ganze Geschichte rund wird. Bedanke mich. Vorne und hinten nicht. Eine Geheimdienststory ist das. Ja, ist angekommen, aber Sie erlauben, dass jemand am Tisch erwidert. Ja, ich komme aus vielerlei Gründen, die ich gar nicht alle aufzählen möchte, zu einem anderen Ergebnis. Möchte aber vor allem sagen zu dem, was Sie zu Beginn gesagt haben, dass im Fall Amri Fehler gemacht worden sind. Das muss man heute wahrscheinlich konstatieren. Meine Vermutung ist, dass ganz viele, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, das heute ebenfalls so sehen und sich wünschen würden, an vielen Stellen andere Entscheidungen getroffen zu haben. Ich würde gleichzeitig zum Verständnis sagen, vor allem von denjenigen, die in die Köpfe solcher Leute zu schauen haben und die schwierige Entscheidung zu treffen haben, ist eigentlich jemand wirklich gefährlich oder nicht? Dass das zu den schwierigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben gehört, die man bei Polizei und Nachrichtendiensten haben kann. Und wir haben ja am Tisch ja viel über die Frage gesprochen, macht es Amerika besser, macht es Frankreich besser? Dieses Problem, wie bestraft man Menschen, die noch keine Tat begangen haben? Wie bestraft man eine Gesinnung, einen Gedanken nur? Ist etwas, womit im Grunde alle Demokratien zu kämpfen haben. Und wir haben in Amerika Debatten erlebt über so schreckliche Ereignisse wie Orlando, wo man sieht, der Täter war vorher bekannt. Und wir haben es in ganz anderem Umfang in Frankreich noch gesehen mit seinem hochzentralisierten System, dass es praktisch immer Täter sind, die lange und intensiv bekannt gewesen sind.